richtig. Und richtig ordentliches Dad-Lachen, Alter. Und dann haben auch alle immer direkt zu mir gesagt, Alter, kannst du... Wir haben 3 Uhr nachts. Ja, nebendran sind Nachbarn, die haben Kinder. Die schlafen genau im Zimmer nebendran. Kannst vielleicht mal ein bisschen... Ich war immer der, der unfreiwillig als erstes die Party wieder verlassen musste. Nee, also ich habe damals schon echt... damals schon öfter wirklich Ärger bekommen, weil ich einfach zu laut war. Und da denke ich mir manchmal so, hä? Okay. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Also gibt es ja jetzt heute auch immer noch, ich meine, das hat jetzt auch nichts mit der Zeit zu tun, aber es ist halt einfach immer irgendwie so, ey, kannst du mal ein bisschen leiser sein? Warum? Dann gehen wir halt irgendwo auf den Friedhof, da können wir von mir aus leise sein, aber wenn man sich doch irgendwo trifft und man hat irgendwie eine Party oder so, oder man hängt ein bisschen miteinander ab, dann ist doch vollkommen scheißegal, Alter. Das ist so... Weißt du, und dann, ich meine, das hat ja einen Grund. Man ist einfach ausgelassen, man hat eine gute Stimmung, man fühlt sich wohl und dann hat man halt einfach, wie ich jetzt schon gelesen habe, dann verliert man so ein bisschen die Kontrolle auch darüber, aber ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, wenn jetzt hier jemand ist und der lacht, ja, laut, dann ist mir das, derjenige, der hier wohnt, ist mir das scheißegal. Es ist mir wirklich scheißegal. Und ich bin auch der Letzte, der irgendwie, wenn Nachbarn lauter sind, der dann irgendwas sagt. So. Gut, einmal war ich richtig deutsch. Seitdem ich hier wohne. Da waren hier, ein Haus, logisch gesehen ein Haus weiter, waren irgendwie Jugendliche, nachts um 4, Fenster auf und richtig rumgekrischen und so. Und ich, so richtig deutsch, hatte Schiss, da hinzugehen und mit denen selbst zu sprechen und habe dann die Polizei gerufen. Aber gebe ich auch ehrlich zu, das war das einzige Mal, wo ich richtig, also wo ich jetzt erwartet hätte, dass wenn ich da hingehe, dass sie dann pöbeln und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee. Aber das war bisher wirklich das einzige Mal. Seitdem sind sie auch nicht mehr laut, komisch. Aber nee, ich bin da eigentlich auch super umgänglich. Und ich hasse das auch, wenn andere Leute dann sagen so von wegen, oh, jetzt bist du mal ein bisschen leiser, ne? Warum? Warte, du hast doch auch Dead by Daylight gezockt. Oder liege ich jetzt komplett falsch? Du liegst komplett falsch. Ich habe noch nie Dead by Daylight gezockt. Aber das kann jetzt nicht sein, dass du der Zweite bist, innerhalb von 2 Tagen, der sich fragt, woher wir uns überhaupt kennen. Manchmal frage ich mich sogar morgens im Spiegel, woher ich mich kenne. Also, ja, so dieses Goldfisch-Gehirn, also... Du bist nicht alleine. Aber... woher könnten wir uns kennen? Ich habe League of Legends gestreamt. Relativ lange. Und... was habe ich noch? Ich habe noch so ein paar Horror-Games noch gespielt. Ah, das kann es gut sein. Vielleicht habe ich mal irgendwie, damals hatte ich das noch, irgendwie nach dem Game meinen Namen in den Chat gepostet in League of Legends. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie sowas. Oder mal irgendwie wurde ich hier vorgeschlagen, was weiß ich. Aber League of Legends, ich glaube, das kann es gut sein. Sowas wird es gewesen sein. Ja, perfekt. Nee, das habe ich mir mal beim anderen Streamer abgeguckt. Und dann aber irgendwie auch irgendwann dachte ich mir so, nee, Alter, irgendwie ist es schon ziemlich needy. So irgendwo hinzugehen und einfach Leute, die eigentlich einfach nur ein nächstes Spiel spielen wollen und du postest deinen Streamer
Link in den Chat und so und. Ja, geh mal auf meinen Stream. Komm mal für 5 Sekunden. Guck mal, wie du mich findest. Dann komm in meinen Stream, merkst, oh shit. Nee, doch nicht. Ich geh wieder. Ja, ist schon logisch, ist halt Promo. Ja, aber nee. Ich selbst würde auch nie auf so einen Link klicken, tatsächlich. Fand es immer auch lustig, dass Leute da drauf geklickt haben, einfach so. Wird leider auch mega laut, wenn ich durch Alkohol die Selbstkontrolle verliere. Also, und ich weißt, wir sind mit dem Chat da unten, ich lese von hier oben noch Sachen. Ja, perfekt. Ja, schreib halt einfach so schnell, dass ich nicht mehr lesen kann. Ja, kenne ich aber auch. Aber ich habe tatsächlich schon länger nicht mehr die Möglichkeit gehabt, was zu trinken. Weil ich selbst trinke ich nicht. Und Freunde sind auch relativ weggezogen hier und ja. Aber ich mache selbst erniedrigende und lustige Witze, darum wird mir verziehen. Kenne ich. Wir beide sind einfach so in dem Punkt. Ich bin etwas voll, alles gut, gar kein Problem. Gar kein Problem. Aber kenne ich. Also ich mache auch, also ich mache sehr gerne Witze über andere, aber ich mache auch sehr gerne Witze über mich. War bestimmt der brutal gute Supporter in dem Game und ihr wolltet mich noch dabei haben oder so. Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass wir irgendwie gezockt haben und wir haben noch Leute irgendwie gesucht. Das kann auch sein, keine Ahnung. So, bei anderen Streamern in den Chat ist Huren so Move, aber in LOL Endgame. Ja, bei anderen Streamern auch. Glaube ich, habe ich früher auch irgendwie so von wegen, will mal jemand bei mir streamen, gucken und so. Aber auch nicht auf dem Stream-Kanal hier, sondern auf dem davor. Ich habe noch einen anderen davor gehabt und das war vor 100.000 Jahren. Also wirklich vor 5 oder 6 Jahren. Und da war ich noch so, Werbung ist Werbung. Gehe ich bei irgendeinem ins Film und sag so, wollt ihr vielleicht mal bei mir reinschauen? Zack, gebannt. Ja, gut. Wie du gesagt hast, weil es einfach der totale Arschloch-Move ist. Bei anderen Leuten einfach ins Stream zu gehen und dann zu sagen, hey, haut doch mal von dem ab und komm zu mir. Das ist genauso wie wenn du dich in den Bäcker stellst und schreist laut rum, kommt alle in Burger King. Hä? Ich war wahrscheinlich einer von denen, die draufklicken. Ich meine, durch irgendwie sowas haben wir uns kennengelernt. Und jetzt hängst du hier. Oh Gott. Ah, da geht's da runter. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Jetzt sind wir hier. Ich glaube, ich würde einfach mal eben hier ins Wasser springen. So. Geh mal. Oha, hier ist bestimmt der richtig geile Wasserfall. Also Fall stimmt schon mal. Fall ist auf jeden Fall schon mal richtig. Cray Knight. Ein bisschen Cray Knight. So, dann nehmen wir das Wasser schon mal weg. Und hier unten war irgendwo das Zeug, ne? Glaube ich mich zu erinnern. Ah, Mr. Skeletto da vorne. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Aber warst du denn heute irgendwo unterwegs? Oder hast du tatsächlich gedacht, ich habe jetzt einfach mal Bock? Gibt's ja auch. Habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Einfach sich alleine abends mal irgendwie eine Flasche Wein oder so mal eben in den Kopf gezwirbelt. Wobei Weißwein, ich hasse, auf den Tod hasse ich Rotwein. Wirklich, ich hasse Rotwein auf den Tod. Schmeckt mir einfach null. Ja, ein Kollege von mir war in der Stadt beim anderen Homie. Ah, dann hast du gedacht, du schaust mal eben vorbei. Und da bin ich dazu gestoßen. Oh. Oh ja.
Alter. Ich denke, ich setze dann schön einen Stein hin. Nee, einen fucking Busch. Keine Vorbereitung auf Sonntag. 1. Mai Wanderung. Stimmt, am Sonntag ist der 1. Mai. Total, ich bin da total raus. Wer will mir auf den Arsch geben? Ach, da unten. Okay. Hier war doch irgendwo Zeug. War das hier? Nee. Dann war das da vorne irgendwo. Aber ja, stimmt. Sonntag ist 1. Mai. Crazy. Und da habt ihr auch schon ein bisschen was vor. Ich bin da auch total raus. Ich werde auch am Sonntag einfach irgendwie rumgammeln, glaube ich. Ich habe hier einfach niemanden, mit dem ich was machen kann. Ist halt so. Aber vielleicht morgen. Na, weil morgen wollte ich auch noch mal streamen. Wäre vielleicht nicht so geil, sich da dann erstmal noch mal eine Flasche Weißwein in den Kopf zu knallen. Jo, Leute, ich bin's. Was geht's? Vor allem ist bei mir, wenn ich so vorher noch nicht viel getrunken oder gegessen habe und ich ziehe mir so eine Flasche Wein, was ich daran halt auch geil finde, ist, dass man so langsam reinsegelt. Wein ist halt so ein Getränk, da fliegst du nicht sofort ins Schlaraffenland, ja, sondern du segelst so langsam rein. Und das ist so dieses... Oh, geil. Jui. Ja. So. Nochmal 3 Eisen gefunden. Oh, 50 Eisen haben wir? Oha! Ich meine, wir sind ja auch schon 5000 Stunden hier unten unterwegs. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Ups. Ja, doch, Kupfer. Ja, Kupfer. Ja, komm, wenn du mich so fragst, bevor du mich schlägst, nehme ich es noch eben mit. Ja, aber jetzt übernächste Woche geht's mit der Arbeit nach Polen. Wir haben da quasi Teamvorstellung und auch arbeiten, aber wird trotzdem geil. Geiles Essen, geiles Bier, so für abends beim Essen und vielleicht im Hotel noch mal eben eine Flasche probieren. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Vor allem Flug wird bezahlt, Essen wird gezahlt. So habe ich das zumindest verstanden. So, hier haben wir Eisen und dann müsste da unten auch noch Gold sein. Was wir da vorhin gesehen haben. Oh Gott, Alter, mein Herz. Ich habe die Umschalttaste mit der Steuerungstaste verwechselt. Ja, perfekt, Alter. Die Taschen voll Scheiß, Alter. Und dann einfach irgendwo runtergefallen. Ja, perfekt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehen. Ja, oder halt hier. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wer kommt auf die Scheißidee?